Yes! Der perfekt erhaltene Schenkelknochen eines Kopsognathus. Wirklich? Oh, nein. Das ist meiner. Ich hatte Hähnchenschenkel zu Mittag. Hähnchen mit knackiger Pelle. Oh, lecker und so schön würzig. Ja, wirklich fachkundiges Personal kann nicht mal einen Dino-Knochen vom Hähnchenknochen unterscheiden. Mit sowas muss ich arbeiten. Das ist ja ekelhaftig, Alter. Total ekelhaftig, ey. Böser Kaktus. Jetzt mal wegboxen. Zurück ist er nur aus Legostein. Warum kann ich nicht da hoch? Ich möchte gerne zu den Pfeifen da. Ich glaube, die sind einfach nur geskriptet. Wir können da gar nicht hin. Die werden niemals was finden, weil sie sind schlecht bezahlt. Guck mal da hinten. Was das wohl ist? Ich will ein! So, einmal kaputt machen. Kaputt machen. So, mal gucken. Wir wollen ja auch alles schön einsammeln, ne? Hey, Mann! Weiß ich, was das Problem ist. Stampferfrau. Nicht nur ein. Und einen Lenker. Deswegen bist du runtergefallen, Dave. Kein Lenker. Ah, okay. Die Stampferfrau hat recht. Was ist da drin? Da blitzt was kurz auf. Ich erkenne es nicht. Verdammt. Hat man schon... Man erkennt es einfach nicht. Verdammt. Ja, verwüsten. Halt, gib das her. Sag mal, Ellie, erkennst du was drin? Wie die sich anhören, ey. Da ist er wenigstens doch zurückhaltend beim Schiss haben. Mit seinem... Ah, okay, da muss ich... Alles klar, ich verstehe. Kann ich damit irgendwas bauen? Nein, schade. Erstmal die Glückbox kaputt machen. Vielleicht haben wir ja eine Limo drin. Nein, nur Geld. So, einmal das einsammeln. Ich bin echt schlimm. Es tut mir leid, aber es wird sich was ganz Let's Play hinziehen. Man muss Geduld mit mir haben. Ansonsten hat man hier keinen Spaß mit mir. So. So viel dazu. Habe ich schon erwähnt, aber egal. Fünffach hält besser. Gib her. Meins. Meins, meins, meins. Ja, Demolition! Demolition, Ellen! Ja. Batz, batz, batz. Wir haben schon voll viel Geld. Ich bin stolz. So, einmal noch das einsammeln. Halt nicht hauen, sondern bauen. Eine Schandburg! Scha, 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 scha! Juhu, 3 von 4. Die machen wir kaputt. Ich wollte gerade sagen, nur damit wir sie aufbauen können, aber das ist nicht der Fall. Und ich finde es toll, dass er... hier von selbst die Kralle zieht, weil wir mit der Kralle, mit der Raptor-Klaue besser gesagt, besser Büsche zerschneiden können. Die Kralle! So, meins. Das kann ich auch mitnehmen. Oh, ich kann nur eins nach dem anderen, okay. Ja, gut erkannt. Und warum spawnst du einfach wieder da hinten? Das ist gemein. Schweinerei. Fantastisch. Jetzt sieht es genauso aus wie in der Anleitung. Hau weg die Scheiße. In den Boden und der Knochen reflektiert das Bild. Das Programm ist unglaublich. Noch 2 Jahre und wir brauchen nicht mal mehr zu graben. Wo bleibt denn da der Spaß? Ja, das wüsste ich auch gerne. Die Stampferfrau hieß sie doch, ne? Das ist sehr toll und ich weiß nicht, warum hier überall Geld rausfliegt, aber es ist irgendwie cool und ich werde versuchen, es einzusammeln. Auch wenn ich da schon fast verleitet bin, auszusteigen, nur um das Geld einzusammeln. Aber wie man sieht, möchte es auch ganz schnell wieder despawnen. Da haben wir was kaputt gemacht, ganz toll. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie... Man kann sogar... Kann man hochspringen? Okay. Man kann auch sehr hoch springen. Sehr interessant.
alles gut, Ellie. Alles gut, alles easy. Verpiss dich von meinem Stein. Das Ding sieht aus wie ein 2-Meter-Truthahn. Ah, das ist das Blach aus dem ersten Film. Wie ein Truthahn. Stell dir mal vor, dieser Truthahn steht vor einer Verlichtung. Er guckt dich an, du guckst ihn an. Und dann von der Seite kommen die anderen, verbeißen sich in dich und schlitzen dich auf. Da, da und da. Ihr Vollidioten. Was habe ich nur für eine Mannschaft? Ah, das schöne, viele Geld. Aber kurz aussteigen, sonst kann ich ihn nicht einsammeln. Da ist mir schon was verloren gegangen. Aber dass wir... Ah ne, es ist doch da. Meins. Ich möchte natürlich alles einsammeln, weil es gibt wahrscheinlich, ich würde mal vermuten, dass es hier wieder so Ranglisten gibt mit möglichst viel Geld einsammeln und all so ein Scheiß. Achso, das ist der Sand, der da aufwirbelt und das Bild verhunzt. Alles klar. Ich dachte schon, ich habe da jetzt was erkannt, aber es war nur Sand. Ich habe Sand erkannt. Es wird alles wieder gut. So. Komm her, Pippi. Erstmal alles zusammenbasteln. Was hast du denn dazu zu sagen? Das freut mich. Halte auf Lego-Hüpfern gedrückt, um höher gelegene Gebiete zu erreichen. Mach ich doch glatt. Aber erst einmal... Achso. Okay, ich dachte, ich kann es kaputt hauen, aber es will einfach nur nicht despawnen. Okay, ich halte nicht gedrückt. Ich halte gedrückt. Juhu. Guck mal, ein Roffelschrauber. Weg da, Kaktus. Du störst mich bei meiner paläontologischen Ausgrabung. Ja, stell den Motor aus, du Honk. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Du verhunzt uns die Ausgrabung, du Penner. Weg mit dem Stuhl. Kaputt machen, okay. Ich dachte, das kann man gebrauchen. Aber man kann es nur zum Ausschlachten gebrauchen. Na, ihr Flitzpiepen habt ihr gut gemacht, ne? Nur wegen euch bin ich weitergekommen. Ih, eine Spinne. Ich hasse Spinnen. Ob ich die Spinne kaputt machen kann, das wäre toll. So kann ich dann meine Freude über das Dasein dieser Spinne kundtun. Okay, ich darf nicht in den Rotor laufen. Das hätte ja sonst GTA-Style. Oh, guck mal, der Arme. Er muss aufs Klo. Ich kann die Spinne nicht kaputt machen. Schade. Da ist das Geld. Ein Silbertaler hier, ein Silbertaler dort. Ein paar Goldmünzen. Meins. Na du? Alles fit? Ah, ah, wo sollst du hin? Wo sollst du hin? Ah, wo sollst du hin? Wo sollst du hin? Er bringt sich lieber um, als in die Büsche zu gehen. Alles klar? Ja, ja, Schnitzel, Schnapsel. Ah, als würden wir Gemüse zubereiten, was ich niemals essen würde. Denn ich bin ein Fleischsaurier, kann man sagen. Wäre ich ein Saurier, dann wäre ich ein Fleischfresser. Weil ich Saurier zum Fressen gerne habe oder irgend sowas. Ich habe keine Ahnung. So, wollen wir mal kurz gucken. Na du? Halt. Hallo? Konnte ich da nicht eben noch... Hä? Da hat doch eben... Hä? Ah, okay. Man kann dann auch so switchen. Cool. Oder muss sie da irgendwie... ran? Ich glaube, sie ist gekommen. Keine Ahnung. Da kann ich wohl noch nicht rein. Da habe ich noch nicht den passenden Charakter für. Da habe ich noch nicht den passenden Char für. Ah, ich kann auch über das Zelt hüppeln. Nein! Nein! Es ist verschwunden. Schweinerei!
Und die letzte Sandburg. Und wir haben... Nein! Wir haben ein weiteres Knochenkit gefunden. Juhu! Ich freue mich. Warum wird das angezeigt? Falls ich nicht weiß, wer ich bin oder was? Wie doof halten die mich eigentlich? Ja, das bin ich doch. Warum kann ich nicht? Ich verstehe es nicht. So, bevor wir da reingehen, weil ich ja weiß, was da drin passiert, werden wir einmal noch hier alles kaputt schlagen und einsammeln. Weil am Reingang gibt es kein Zurück mehr. Wenn ich mich noch richtig erinnere, ich weiß es nicht mehr. Ich bin ja leicht zurückgeblieben. Jetzt mach doch mal hin und sammle den Scheiß ein. Da komme ich auch nicht dran. Okay. Dann haben wir hier kaputt machen. Und ich glaube, dann haben wir wirklich allen möglichen Scheiß hier eingesammelt. Juhu. Und wir gehen erstmal in den Wohnwagen. Wer sind Sie eigentlich? John Hammond. Ich besitze eine Insel. Eine Art biologisches Reservat. Spektakulär. Ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Oh, ist der Moskito nicht putzig? Also Sie beide buddeln Dinosaurier aus? Na ja. Wir versuchen es. Sie würden sich am Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß von Persönlichkeit, besonders für einen Mathematiker. Chaos, Chaos-Theoretiker, um genau zu sein. Auch Ian hat seine Originalstimme aus dem ersten Jurassic Park Film. Huch, Prolog, Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Yeah. Katsching! Meine Güte. Ein Haufen Geld, noch mehr Geld und yeah, wahrer Überlebender. Okay, das kommt, wenn ich genug eingesammelt habe. Okay, Minikit. Yeah. 5 von 10. Das ist nur die Hälfte. Alan Grant, Montana. Huch. Verdammt. Aus Versehen. Es tut mir leid. Gabelstapler, Kehrmaschine freigeschaltet und das andere Ding auch noch. Überspringen. Wahrer Überlebender. Level abgeschlossen. 2 von 275. Wir können hier eine ganze Menge sammeln. Geschichte fortsetzen. Wir haben 5 von 10 Minikits und wir haben noch keinen Bernstein gefunden. Ah, der Bernstein war das in der Höhle. Alles klar. Jo, dann würde ich mal sagen, ne? So wie es da rechts im Bild steht. Auf nach Al-Nubla oder Nabla oder wie auch immer. Nambla. Geschichte fortsetzen. Isla Nubla, Jurassic Parka. Peter Parker. Ich liebe diese Musik. Fürs Leben geprägt. Ich darf mich wieder bewegen. Sehr schön. Jo, was geht? Oder lassen Sie es bleiben und sammeln Sie noch ein bisschen Geld von der Straße auf. Denn wer den Lego-Penny nicht wert, ist den Lego-Dollar nicht wert. So, einmal hier einsammeln. Gib her den Kies. Wow, es wirbelt aber. Bin's nur gewohnt, mir selbst einwirbeln zu lassen. Na, Baby. Aber kurz gucken. Wir haben jetzt... Hui. Wir haben Alan, Ian, Ellie, John
und Donald Gennaro. Donald ist der blutsaugende Anwalt, der Geldgeile, der vom T-Rex gefressen wird im Film. Oh, mega Spoiler. Halt. Gut, dass es nicht unterm Heli liegen bleibt, sonst wäre ich doch leicht enttäuscht. Meins, meins. Und meins. Was? Geht dir gerade einer flöten oder was? Junge, such dir eine Frau. Was haben wir hier? Ah, Prolog. Geschichte. Okay. Freies Spiel. Ich glaube, hier kann ich dann... wie wäre das? Geschichte wiederholen? Nein. Lass mich in Ruhe. Ah, okay. Hier sind wir. Bei dem Fall sind wir. Glaube ich. Oder? Ah, nee, Quatsch. Hier sind wir und zu dem Fall müssen wir kommen. Okay. Mit B zoome ich heraus. Das hier ist Al Nubler. Huch. Oh. Okay. Soll das, eine Anspielung auf Pangea sein? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir hier aussuchen, ob wir jetzt im Jurassic Park spielen wollen. Oder wahrscheinlich... Schnauze. In einem anderen Park... Okay. Interessant, wenn ich jetzt rausgehe. Schnauze. Ah, okay. Okay, cool. Gefällt mir irgendwie. Ist verständlich irgendwie. So, wir zoomen nochmal. Ach, da ist der Knopf. Na. Hier rein. Da ist der Eingang. Okay, hier müssen wir. Wahrscheinlich müssen wir hier so das alles ablaufen. Das sieht mir aus wie das Hauptgebäude. Das sieht aus wie das Raptor-Gehege. Da habe ich jetzt schon ein bisschen Pfiff. Okay. Bin gespannt. Halt, nein. Ah. Auswählen. Ah, okay, ich kann so raus. Okay. Das kann ich hier nicht kaputt schlagen. Schade eigentlich. Ah, aber wir können hier hin. Yeah! Ich bin ein Delfin! Oh. Er kann nicht schwimmen. Juhu! Yeah! Ich bin so quietschfidel. Ausgezeichnete Sicherheitsstandards? Ja, natürlich. Ja, na klar. Na sicher habt ihr das. Ach, wer's glaubt. Habt die Filme gesehen? Du Pfeife, du schäbiger Lügner. Kleiner Lügenbolzen, du. Du kannst mir doch nichts vormachen. Monorail. Guck mal, wie wir alles kaputt schlagen können. Das sind Sicherheitsstandards. Da bin ich aber schwer enttäuscht. Wenn hier ein Raptor einen fahren lässt, dann fliegt er die ganze Bude auseinander. Das ist schon nicht so sicherheitsmäßig, wie du denkst. Hallo? Ich hab durchgelatscht. Batz! Alter, wie wir uns durchboxen. Wir müssten eigentlich jeden Dino mit einem Schlag den Kopf von den Schultern schlagen können. Batz! So, einmal hier durch. Alles mal einsammeln. Batz, batz! Boop. Macht schon Spaß. Ich drücke einfach mal. Oh. Du möchtest etwas Neues, wie? Ich helfe nur zu gern. Okay. 97 begann Simon Masrani damit, nach Dr. John Hammonds Ableben... Internationaler Blabla. Um einen lebensgroßen Tyrannosaurus Rex zu bauen, würde man mehr als 275.000 Lego-Steine benötigen. Oh, so viel? Ein Brachiosaurus wiegt mehr als 45 Tonnen, was ungefähr 20.600.000 Lego-Steinen entspricht. Cool. Und jetzt? Ah! Jetzt kommen wir nach Jurassic World. Ach, wir können... Ah, okay. Wir können die Story darauf ändern, okay. Nein, du Hot Dogs!
Irgendwelche Vorfälle? Es warten 6 Kinder im Fundbüro, 28 Hitzeschläge und irgendein Idiot wollte den Triceratops mit Eis füttern. Ihre Assistentin auf Leitung 2, Zack und Gray, sind hier. Sagen Sie ihr, ich bin gleich da. Die Kinder meiner Schwester. Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz auf. Was ein Chaos. Wie groß ist die Insel? Groß. Aber wie viele Kilos? Das ergibt keinen Sinn. Na los! Hey, nicht weglaufen, ja? Mom bezahlt mich nicht fürs Babysitten. Tante Claire! Sarah wird sich gut um euch kümmern, bis ich mit der Arbeit heute Abend fertig bin, okay? Okay. Okay, dann viel Spaß. Und passt gut auf sie auf, ja? Ja, das macht sie schon. Mr. Masrani! Sie fliegen? Ich habe einen Flugschein. Okay. Zeigen Sie mir meine neuen Dinosaurier. Er ist weiß. Das haben Sie mir ja nie gesagt. Indominus Rex. Unser erster genetisch modifizierter Hybrid. Also ist sie wohl intelligent. Oh, Indominus wurde nicht gezüchtet. Sie wurde geschaffen. Größer. Furchterregender. Ausgewachsen wird sie 15 Meter lang sein. Größer als der T-Rex. Das Gehege ist also absolut sicher? Wir haben die besten Baustatiker der Welt. Ja, hatte Hammond auch. Ein Mann von der amerikanischen Navy ist hier, Owen Grady. Ich weiß, wer er ist. Seine Tiere versuchen oft zu entkommen. Sie sind klug. Er muss klüger sein. Er glaubt bloß, er sei klüger. Ich will, dass sie ihn herbringen. Vielleicht sieht er was, was wir nicht sehen. Oh, Mist. Tut mir leid, es steckt in den Zweigen fest. Hui, hui. Komm schon, lass das Schwein herunter. Ich wollte eigentlich noch nicht hier hin. Kann ich hier wieder raus? Schau mal an, sei extra zur Insel zurückkehren. Das ist jetzt Jurassic World. Schon sehr schön an den Film angelehnt. Aber das werden wir natürlich erst später machen. Wir werden... Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ich würde mal sagen, wir machen Film für Film durch. Weil... chronologisch und so. Keine Ahnung, was soll ich erst hier weitermachen? Nein, zurück zur Insel. Level verlassen. Der gesamte Fortschritt in diesem Level wird verloren gehen. Ja, ich habe noch nichts gemacht. Okay. Ein Nubler. Stegosaurus bewegt sich am liebsten auf allen Vieren fort. Allerdings wurde dieser gepanzerte Dinosaurier, wie er auf beiden Hinterbeinen und seinem Schwanz sitzt, um an höhere liegenden Pflanzen. Okay. Tyrannosaurus ist der größte der gewandten Dinosaurier. Das kurze Horn ist die langen Hörner. Ein eindrucksvolles Aussehen. Na, was du nicht sagst. Und jetzt? Herr Ramex. Kann ich nicht irgendwas drücken? Das ist Ladevorgang, okay. Schauen wir uns den Schädel, der Baby ist so runder und die Stacheln werden. Okay. Um ein Lego. Ja, das haben wir schon gesehen. Hallo, das ist aber eine extrem lange Wartezeit. Ladezeit. Ja, geht doch. Verdammt! Jetzt kann ich schon wieder alles einsammeln. Nein! Das wollte ich nicht! Hi.